A2.2. Die Gerade G schneidet die Parabel P in den Punkten P und Q. Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte P und Q. Hier haben wir unser Schaubild, da sind die Punkte P und Q schon eingezeichnet und deren Koordinaten sollen berechnet werden. Da es Schnittpunkte der Parabel und der Gerade sind, brauchen wir auch die Funktionsgleichung der Geraden und auch der Parabel. Die Gerade ist gegeben. Nämlich aus der Angabe, steht ganz oben mit y ist gleich minus 0,5x plus 1. Die Gleichung der Parabel kennen wir ebenfalls, nämlich aus der vorherigen Aufgabe mit y ist gleich 0,25x² plus x minus 4. So, diese Schnittpunkte können wir jetzt theoretisch auch über den grafikfähigen Taschenrechner lösen mit der Funktion Calculate und Intersection. Allerdings wollen wir es mit Hilfe von Formeln berechnen. So, da an Schnittpunkten der Funktionswert beider Funktionen gleich ist, muss man natürlich auch etwas gleichsetzen. Man sieht es vielleicht auch schon an den Gleichungen selber. Hier heißt es jetzt, y ist einerseits 0,25x² plus x minus 4. Und andererseits soll y gleich minus 0,5x plus 1 sein. Also können wir dieses y einfach durch die Funktionsgleichung der Gerade ersetzen und erhalten so eine größere Gleichung. Ich fange jetzt mit der Parabel an. Ist allerdings egal, mit welcher man anfängt. Das muss das gleiche rauskommen. Also 0,25x² plus x minus 4 ist gleich minus 0,5x plus 1. So, um diese Gleichung jetzt lösen zu können, schaut man zuerst, in welcher Potenz die Variable vorkommt. Also welches die höchste Hochzahl ist bei der Variable. Hier haben wir keine Variable, hier steht keine Zahl drüber, also ist im Prinzip 1. Und hier finden wir als Hochzahl die 2, also höchste Potenz ist die 2. Damit haben wir eine quadratische Gleichung. Und wie man quadratische Gleichungen löst, finden wir auch wieder in der Formelsammlung, auf Seite 10. Da müssen jetzt verschiedene Schritte nachgehen. Zuerst müssen wir eine quadratische Gleichung in der allgemeinen Form vorliegen haben, um sie dann mit Hilfe der Mitternachtsformel lösen zu können. Die allgemeine Form heißt ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das Wichtige hier dran ist eben, dass eine Seite 0 sein muss. Wenn wir diese quadratische Gleichung anschauen, sehen wir, steht auf beiden Seiten was. Also müssen wir erst mit Hilfe von Umkehrumformungen eine Seite 0 machen. Ich gehe immer so vor, dass ich die rechte Seite so umforme, dass am Schluss nur noch 0 steht und den Rest auf der linken Seite stehen habe. Also hier habe ich plus 0,5x, das bringe ich auf die linke Seite mit der Umkehrrechnung, also minus 0,5x und ich forme um mit plus 0,5x, dann heißt es 0,25x². Und jetzt x plus 0,5x sind also 1,5x. Den Rest schreibe ich erstmal ab. So, jetzt habe ich hier noch plus 1 stehen. Wieder die Umkehrumformung, also mit minus 1. Und dann kommt raus 0,25x² plus 1,5x. Und jetzt minus 5. Weil minus 4, minus 1 sind minus 5. Ist gleich 0. So, als nächstes überprüfen wir die Anzahl der Lösungen. Das geschieht mit der sogenannten Diskriminante. Die wird mit einem großen D abgekürzt und ist meistens mit der Formel angegeben b² minus 4 mal a mal c. So, jetzt muss man nur noch überlegen, was ist eigentlich b, was ist a und was ist c. Das kriegen wir allerdings über unsere allgemeine Form wieder. Hier haben wir ax² plus bx plus c. Also das a entspricht dem Faktor vor x². Wenn wir da in unsere Gleichung hier rübergehen, wäre das also 0,25. B entspricht dem Faktor vor x, also plus 1,5. Und c ist die Zahl ohne Variable, also minus 5. So, und das müssen wir jetzt einfach nur ganz simpel in diese Formel einsetzen. D ist also gleich b², b war 1,5, also 1,5²
Minus 4 mal a, a ist 0,25 mal c und das waren minus 5. So, an dieser Stelle brauchen wir jetzt natürlich den Taschenrechner, tippen das Ganze ein und drücken auf ist gleich und dann kommt ein Wert von 7,25 für die Diskriminante heraus. Bei der Diskriminante müssen wir nur überprüfen, ist sie kleiner 0, genau gleich 0 oder größer 0 und dementsprechend variieren die Anzahl der Lösungen. Kleiner 0 heißt keine Lösung, gleich 0 heißt eine Lösung und größer 0 heißt es gibt zwei Lösungen. 7,25 ist größer 0, also werden wir auch zwei Lösungen erhalten. Als nächsten Schritt brauchen wir die Mitternachtsformel oder manchmal auch als Lösungsformel für quadratische Gleichungen. Da heißt es dann x1, 2 ist gleich ein großer Bruchstrich minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Und wiederum gilt einfach nur simpel die Zahlen für die Variablen einsetzen, also für b wieder das hier oben nehmen, für die Diskriminante den Wert der Diskriminante nehmen und für a auch wieder oben den Wert nachgucken. So, also ergibt sich für x1 Bruchstrich minus, und jetzt setzen wir b ein, das war 0,25. So, und hier haben wir stehen plus minus Wurzel aus der Diskriminante. Wir müssen also einmal mit plus Wurzel aus der Diskriminante rechnen und einmal minus Wurzel der Diskriminante. Also plus Wurzel aus und die Diskriminante war 7,25 geteilt durch, ups, jetzt habe ich hier einen Fehler reingemacht, b war ja 1,5 und das hier vorne ist ja a, also 2 mal 0,25. So, jetzt stimmt's. Das können wir ganz normal wieder in den Taschenrechner eintippen und dann kommt ein ungefährer Wert von 2,39 heraus. Achtung, wir runden im Normalfall immer auf zwei Stellen nach dem Komma. Hier in dieser Aufgabe ist es ja sogar festgegeben. Ja, stand ganz oben. So, hier haben wir jetzt also die x-Koordinate des ersten Schnittpunkts. Und wenn wir das mit unserer Zeichnung überprüfen, dann stellen wir fest, bei x gleich 2,39 liegt der Punkt Q. Also sind das die Koordinaten von Q. Der hat die x-Koordinate 2,39. Jetzt brauchen wir noch die y-Koordinate. Die erhalten wir einfach dadurch, indem wir die berechnete x-Koordinate für das x zum Beispiel in der geraden Gleichung einsetzen. Ja, also x war ja 2,39, also heißt es dann minus 0,5x mal minus 0,5 mal 2,39 plus 1. Schreibe ich das mal hier drunter noch. Minus 0,5 mal 2,39 und plus 1. Und das ergibt dann einen ungefähren Wert von minus 0,20. Und das ist dann die gesuchte y-Koordinate von unserem Punkt Q. Aufpassen, auch wenn hier eine 0 steht, dürfen wir die dann einfach weglassen, weil es heißt ja Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. Also müssen wir auch zwei Stellen hinschreiben, auch wenn es jetzt hier eine 0 ist. So, jetzt brauchen wir noch die zweite Lösung, also x2. Weil unsere Diskriminante sagt ja, es muss zwei Lösungen geben. Als x2 ist gleich, dann wieder unsere Lösungsformel oder Mitternachtsformel, minus b, also minus 1,5. Und jetzt hatten wir hier am Anfang plus, jetzt müssen wir den zweiten Weg gehen, also minus der Wurzel aus der Diskriminante von 7,25. Geteilt durch 2 mal a, also 2 mal 0,25. So, das geben wir wieder im Taschenrechner ein und dann kommt ein ungefährer Wert von minus 8,39 heraus. Schauen wir schnell nochmal in unsere Zeichnung. Der Punkt P liegt hier. Nun, wenn wir jetzt mal so grob nach unten gehen, 5, 6, 7, 8, ja, minus 8,39 passt eigentlich recht gut. Also schreiben wir auf, P hat die Koordinaten minus 8,39. So, und die y-Koordinate brauchen wir jetzt
Ebenfalls wieder gleiches Spiel wie bei Q. Ich nehme die geraden Gleichung und setze für x einfach meinen zweiten berechneten Wert ein, also minus 0,5 mal minus 8,39 plus 1. Und das lasse ich jetzt wieder mit Hilfe vom Taschenrechner berechnen, gibt einen Wert von 5,20. Und das ist dann also die gesuchte y-Koordinate. Und damit habe ich die Koordinaten meiner Schnittpunkte berechnet.